Abkürzung. Immer wieder durch einen hohlen Raum. Bin ich jetzt? Ach, ich bin hier. I see. Aufheben. Olio Bruti. Ja, die kommt ein bisschen spät, ne? Band 1. Schon wieder. Muss ich jetzt wieder zurückrennen? Nö. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Vollgas. Locomoto Mortis. Nein. Hier treibt sich jemand rum. Das ist eine Lüge. Ich hab doch was gehört. Wie gesagt, das hätten sie ein bisschen schneller machen können, diese Umhergewackel. Oh Mann, oh. Schreibt sich jemand rum, ich hab was gehört. Da muss da das gute Timing halt abpassen, dass es halt irgendwie funktioniert. Dreht er sich um, wetten? Er geht Ne, weiter. macht einen Moonwalk. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er wirklich weitergeht. Hey, du! Nein, hä, du ich war warst doch doch. um die Ecke! Nein! Eigentlich war man da um die Ecke, ja. Aber gut. Oh, Menno. So, warte, wir machen das Speedrunner. Vollgas durch. Auf Glück. Wer immer du bist, ich finde dich. Nein, findest du nicht. Jetzt. Hier Krieg und und Sieg! Vollgas. Locomotor Mortis! Nein! Ja, wow. Warum hat die mich jetzt gesehen? Aber jetzt weißt du ja hoch und dann einmal diesen Bogen laufen. Aber da hast du gerade gesehen, da läuft auch jemand lang. Ja, das stimmt wohl. Aber ja. Du bist auf jeden Fall gerade schon wieder weitergekommen. Da, und jetzt bin ich wieder am Anfang. Will ich gucken. Vollgas voraus. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Einmal, als ob die Ich. halt wirklich hören. Da ist doch jemand. Nein. Da unten, ja. Allerdings. Hab ich da wohl was gehört? Nein. Ganz. Das für eine Kamera. Eine beschissene. Was zum Teufel war das? Bis jetzt sieht gut aus. Jetzt muss der. Der Fritz da nur noch weg und Was war dann. das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Großen Bogen. Ja, einfach weitergehen. Einfach weiter. Er dreht sie um und geht in die rein. Richtig durch. Alles klar. Gut. Nimmt mal mit. Geht weg! Geh weg! Da will ich hin! Lass mich da hin! Glaub, muss. Und da kommt jetzt auch eine Miets. Hab ich da wohl was gehört? Nein, hast du nicht. Eine Lüge. Nicht Glück Tschüss. gehabt. Was macht die Miets? Weißt du das? Naja, wahrscheinlich genauso. So. Ja, die jumpt dich an. Eine Miets drin da hängen. Doch da was gehört. So, hier wieder Stinkbombe, hä? Es gibt ja nur eine Tür, von wo du halt gekommen bist. Ja, denn. Ja, denn. Nur stinkt.
Außer der Türrahmen ist halt so breit, dass man da nicht vorbeikommt. Ja. Tudum, tudum. Ha! Aber die Tür hört man nicht. Ja. Da gehen sie nicht hinterher. Oh, ich bin durchsichtig. Ohne zu wobbeln. Vollgeladen oder was auch immer. Strom ist um Mitternacht im Schloss herum, kleiner Erstklässler. Sonst so gar nicht brav. Man wird dich erwischen. Was hast du da, Potter? Peeves, bitte. Zeig her. Gib es zurück. Es gehört dir nicht. Ja, dir aber auch nicht. Nur der Baron konnte ihn halt machen, ne? Ist Baron hier aus den ganzen Gemälden finden. Würde ich jetzt noch zumindest annehmen. Ruhig? Hm. Ich denke, das kommt anders als im Film bzw. im Buch. Oh ja, werden wir sehen. Aber interessant. Immer da diese kleine Cutscene, hey, pass auf, da musst du durch, da musst du lang. Diese Cutscene gerade mit dem Weg. Hier hast du es, ich wollte es eh nicht. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Mann, das Buch halt größer als er eigentlich. Was? Verdammter Oschi. Ah, und darum. Mom? So verbinden die. Dad? Nun. Wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegeb entdeckt. Ich wusste nicht, dass er so heißt, Sir. Aber ich denke, du hast inzwischen erkannt, was er tut. Er zeigt mir meine Familie. Dann lass es mich erklären. Der glücklichste Mensch auf der Erde könnte in den Spiegel schauen und sich genau so sehen, wie er ist. Er zeigt uns, was wir wollen. Was immer wir wollen. Ja und nein. Er zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als unseren tiefsten, verzweifeltsten Herzenswunsch. Du, der du deine Familie nie kennengelernt hast, siehst sie hier alle um dich versammelt. Allerdings gibt uns der Spiegel weder Wissen noch Wahrheit. Es gab Menschen, die vor dem Spiegel dahingeschmolzen oder sogar wahnsinnig geworden sind. Der Spiegel kommt morgen an einen neuen Platz. Suche ihn nicht mehr. Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Ich sollte ihn nun mitnehmen, sonst handelst du dir noch Ärger ein. Wie wär's, wenn du jetzt wieder ins Bett verschwindest? Oh. Haben wir den Mantel neu gekriegt und jetzt nimmt er ihn schon wieder mit. Das ist eigentlich eine Frechheit, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Und jetzt siehst du hier nichts mehr drin. Nee. Sich selber nicht mal. Ist ein Vampir. Wusstest du es nicht? Nee. Harry ist eigentlich ein Vampir. Aber es ist in vielen Spielen, oder eigentlich in allen alten Spielen so, dass man sich ja, gut, also an Spiegel war damals eine Technik Next Level. Klassenraum. Klassenraum, 5B. Da drin irgendwas? Guten Tag. Habt ihr hier? Leeren Klassenraum. Nichts Interessantes. Wenden. So. Defendo! Oh ja. Defendo! Da? Hitch. Defendo! Zack. Ah, bon. Da haben wir wieder eine Geste mit der Bildkarte.
meins. Wie tief er sich da auch reinbücken muss. Ja. Eine Bildkarte. Nein, was ganz Neues. Na, haben wir einen? Haben wir noch nicht. Nochmal ein paar Böhnchen. Schon bin ich hier mal raus. Dann wird man wahrscheinlich jetzt noch die Nacht beenden. Ich glaube, mir war er so nett. Mal eigentlich machen wir. Böhnchen hast du ja auch nicht. So. Ladescreen. Ich glaube es nicht. Wenn Filch dich erwischt hätte, ich habe mir das Buch Jüngere Entwicklungen in der Zauberei angesehen. Nicholas Flamel wird mit keinem Wort darin erwähnt. Schade, dass du nichts gefunden hast. Nimm doch von dem Schinken. Warum isst du eigentlich nichts? Wir haben jetzt Zauberkünste. Wir werden Incendio lernen. Ich habe Flamels Namen schon irgendwo gelesen. Bisschen spät für Post, oder? Aber ich bekomme noch nie Post. Mach auf! Ein Besen. Das ist nicht einfach nur ein Besen, Harry. Das ist ein Nimbus 2000. Aber wer... Du kannst ihn überall auf den Ländereien ausprobieren, aber jagt nicht in sämtliche Türme. Ah, jetzt haben wir einen Besen zum Rumfliegen. Ja Mensch, was kann wohl in diesem Paket hätte drin sein können, abgesehen von dem Besen? Naja, vielleicht wären es Briefe. Ja. In Form eines Besens verpackt. Ich will darauf rumfliegen. Was habe ich jetzt als Aufgaben? Keine. Ja. Nee, keine Ahnung. Nee, du hast keine Aufgaben. Vielleicht wahrscheinlich. Jetzt muss ich ein bisschen mit dem Besen. Den Besen ausprobieren, dann kommt bestimmt Malfoy und sagt, hey, du bist scheiße. Na. Ich bin geiler und dann wird wieder hin und her gefechtet. Easy, let's go. Erstmal Boden reinditschen. So, und was kann ich jetzt dadurch? Bewegen. So ein Schüler. Achso, nur ein Schüler. Ein Schüler auf so einem riesigen Platz. Ja gut, warum nicht? Ja gut. Also wir sind jetzt rumgeflogen, haben gemerkt, können nichts dadurch an. Hi. Na. Hogwarts Schloss. Haben wir gemerkt, war eine Zeitverschwendung. Ja, oh ja. Erinnere mich. Aufgaben, keine. Ja, hier. Ach so, die Alte steht da. Harry, Zauberkünste ist im zweiten Stock. Wir sehen uns dort. Ja, ist okay. Ich werde mir später noch ein anderes Buch ansehen. Handbuch zeitgenössischer Magier. Vielleicht wird Flamel dort erwähnt. Der gute Flamel. So, haben wir wieder. Große Treppe. Rein theoretisch kannst du jetzt die Treppe hochfliegen, oder nicht? Darf den Besen hier drin nicht nutzen. Das war lächerlich. Los. Zauberkünste und Bibliothek. Vor allem, wie er die Tür noch immer aufdrückt, mit halb vorne überkippen dann. Auf. Komm, Böhnchen. Kokosnuss. Grasgeschmack. Karten tauschen. Ja. Ja. Ich tauschen, ja. 100 Karten. Ja. Null, eins. Los, was haben wir noch? Wir haben doch noch ein paar Doppeln. Ja, am Anfang wohl nicht. Blätter ja schon.